Moinsen Leute, bevor es weitergeht mit den Java-Grundlagen, möchte ich euch nochmal einen kleinen Tipp oder einen kleinen Rat geben. Und zwar gibt es in der Programmierung die Möglichkeit, Kommentare in euren Quellcode einzupflanzen. Und dazu möchte ich euch nochmal kurz was erzählen, bevor es halt wie gesagt weiter mit den Grundlagen geht. Und zwar, jeder Programmierer weiß halt, wie wichtig solche Kommentare in einem Programm sind. Vor allem, wenn ihr jetzt zum Beispiel Monate später wieder einen Quellcode euch anguckt oder einen Quellcode kriegt, den ihr halt modifizieren sollen und ihr euch halt nicht mehr daran erinnern könnt, was zum Beispiel diese Variable oder diese Methode für eine Bedeutung hat. Und deshalb sind solche Kommentare wichtig. Ihr könnt dazu dann immer einen kurzen Satz zu dieser Variable, zu dieser Methode schreiben. Oder auch einen Quellcode in Kommentare setzen. Dieser wird dann halt vom Compiler ignoriert und halt auch nicht ausgeführt. Und ja, also wie gesagt, solche Kommentare werden vom Compiler eigentlich komplett ignoriert und haben keinerlei Auswirkungen auf das Programm und dienen halt nur zum Verständnis des Quellcodes. Und ich zeige euch einfach mal, wie ihr solche Kommentare setzen könnt in Java. Zu einem gibt es einmal den einfachen Kommentar und dieser geht mit einem Double Slash, also zweimal Slash. Und dann sehen wir hier auch, das Ganze wird grün. Und dann könnt ihr hier einfach was schreiben, also zum Beispiel dies ist ein Kommentar. Und das hat jetzt auch keinerlei Auswirkungen auf das Programm. Wir sehen auch hier, das Ganze ist grün. Und das, was jetzt danach kommt, ist wieder ganz normal, also ist auch nicht mehr verfärbt. Und so könnt ihr jetzt zum Beispiel hier einen kurzen Satz zu einer Variable oder einer Methode schreiben. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, einen sogenannten, ja, ich nenne es immer Blockkommentar zu setzen. Dieser geht mit Slash Sternchen und dann wieder Sternchen Slash. Und was jetzt dazwischen steht, ist alles ein Kommentar. Also würde jetzt hier Quellcode drinstehen oder längerer Satz oder Absatz oder mehrere Sätze, würden die auch vom Compiler ignoriert. Also die hätten auch keinerlei Auswirkungen auf das Programm. Und so könnt ihr dann halt einen Blockkommentar setzen. Also alles, was jetzt zwischen Slash Sternchen und Sternchen Slash steht, wird auch halt ignoriert und hat keinerlei Auswirkungen auf das Programm. Und ja, so einfach ist es eigentlich, Kommentare in Java zu setzen. Und ja, ich würde euch raten, gewöhnt es euch an, Kommentare zu setzen, damit ihr auch die Quellcode auch nach längerer Zeit immer noch, ja, lesen könnt und wisst, was da und da passiert. Das ist also jetzt mal ein kleiner Tipp von mir zur Programmierung und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video, wo es ja weitergeht mit den Java-Grundlagen. Und hier seid ihr jetzt auf meiner Endcard und hier oben könnt ihr jetzt mal mein letztes Video anschauen und hier unten findet ihr meine Playlist. Und wer keine weiteren Videos mehr verpassen möchte, kann jetzt hier links auf Abonnieren drücken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach oben geben und auch noch einen Kommentar da lassen. Die Links zu Facebook und Twitter findet ihr natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Und ich würde dann einfach sagen, bis zum nächsten Video.